Nein, so werde ich jetzt freiwillig nicht gegen den. Da ist nichts zu holen. Schatten nichts zu holen. Nichts, da ist nichts zu holen. Obwohl er mich eigentlich nicht so... Oder mir nicht so viel Schaden zufügt. Oder fügen kann. So, speichern. Die Schlagabfolge von Zweihand auf Meister finde ich auch richtig Premium. Da ist nichts zu holen. Nichts, da ist nichts zu holen. Boah, schreien die kleinen Kinder da draußen schon wieder um. Da ist nichts zu werden. Nichts zu holen. Mal, was das für ein Geräusch ist, oder von was das kommt. Das kenne ich aber noch aus Gothic 1. Und ja, ich weiß, ich höre hier einen Schattenläufer. Und zwei More Rats. Erstmal werde ich einen Riesenratten töten. Ach, es sind drei. Sonst waren es immer zwei. So, jetzt hau ich mir noch mal schnell Fleisch rein. Na komm. Thank you.
Nein. Oh, habe ich jetzt nicht gesehen. Du bist uns in die Falle gegangen. Und jetzt werden wir dich vernichten. Ich wollte eigentlich hier nur gucken, ob irgendwas, ob da unten, ob da ich noch irgendwas an Gegner ist oder so, was ich töten kann, aber ne. Außerdem suchen wir nicht. Das ist doch kein wichtiger Ort. Und da muss ich jetzt hier an dem Schuppen vorbei. Und da an der Seite lang. Ich hoffe, ich habe den noch nicht getötet. Ich glaube, ich kann ihn schon hören. Die haben hier auch immer Loot drin. Eigentlich schönen Loot. Tränke und Lederbeutel und sowas. Guten Loot, wie man sich, wie er im Buche steht. So, dann gehen wir jetzt mal zu Basta. Das ist wirklich nicht mal. Aha, hallo Bulko, was machst du denn da? Das war doch klar. Boah, der Pisser ist ich wundere mich aber gar nicht. Was für ein Schwein. Ich hab was anderes. Hey, du! Gewandt, also will ja selbst hinter ihm her. Ist das am... Nein, noch nicht. Komm, wenn du mich noch weiter von der Arbeit abhältst, wird es noch... Es kommt nur auf die Karte. Okay. Nicht, also, dass sich daran was ändert. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Vor allem, nur wegen dem Auge Innos, steht er da dran und arbeitet die ganze Nacht durch. Der wird das auch sagen, dass er daran die ganze Nacht gearbeitet hat, aber das stimmt auch. So wie ich mal gesehen habe, ist er da in der Nacht dran gestanden, hat er wirklich gearbeitet. Ich habe hier noch Schattenläufer. Gut, her damit. Hier hast du deinen Anteil. Okay. Komm, da kann ich mir noch... Ja, das hat er wirklich behauptet. ...zwei Level-Ups gönnen. Würde ich mal sagen. Oder vielleicht noch mehr. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das mache ich jetzt hier einfach noch in der Aufnahme. Dem hast du's gezeigt! Schnell, bis er wieder aufsteht. Hier mal hey, du! Mal. Zeig mir deine... Die Auswahl ist... Auswahl ist nicht sehr groß. Eine Streitaxt. Habe ich die schon? Ja, habe ich. Das ist wirklich nicht mein Problem. Muss ich 80 Stärke ich eigentlich... Mich da nicht nee, ich muss... oder... Ich brauche 120 ist Erfahrung. Okay, okay. Lernpunkte. Ich habe hier noch Schatz. Gut, hier hast. Du hast ja eine. So. Denn, was ich euch sagen muss noch, im das vierten nächste Kapitel Mal werden wir ja sehen. Sind die wertlos. Dann. Ich habe hier noch Schatten. Gut, her damit. Besorge mir mehr. Hier hast du...
Okay. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Dann hätte ich 50 Lernpunkte. Und die werde ich jetzt noch nicht ausgeben. Ich könnte aber auch auf 60 gehen. Mal gucken. Einfach gucken. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Ich hab... Ja, zweimal kann ich hier noch abgeben und dann geht das schon. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich das Offscreen eventuell noch ein bisschen machen. Wenn ich hier einfach mal noch schmiede und das Ganze. Das nächste Mal. Wobei schmieden werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt müssen. Weil ich habe hier ja jetzt dann genug Gold dadurch. Bleib dann hier einfach stehen und mach das dann. Mal auf, dann noch offscreen. Und ich denke mal, wenn ich das Level abgemacht habe, dann gehe ich noch kurz zum Pyrokar und gebe ihm das Buch und dann beende ich die Folge auch wieder. Gut, hier hat. Sag jetzt nicht so mir, dass es Cheating ist. Es ist kein Cheating. Wie viel brauche ich jetzt eigentlich? Ach, ich brauche schon wieder bloß 15.000. Nicht 15.000, sondern 50.000. Ne, 15.000. Okay, da habe ich mich verlesen. 50.000 wäre doch schon ein wenig viel. So steht das in den Heiligen Schriften. Und er hat in den Kelch gepinkelt und das, daraus dann getrunken. So stand es in den Heiligen Schriften. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur im Geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Das erste, einzigste Mal... Das erste, letzte und einzigste Mal, dass Pyrokar jemals aus seinem Stuhl aufsteht und irgendwo hinläuft, ja. Ich lasse den Paladin 200 da. Werde jetzt auch speichern. Und natürlich, Leute, bewertet den Part, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Bei Fragen, Kritik... oder Hilfe immer in die Kommentare und lasst gegebenenfalls auch ein Abo da und natürlich Sun Bros, praise the Sun. Yo.